Hearts of Iron 4 Darkest Hour ist eine Mod. Und mit Mod meine ich in dem Fall eine riesige Mod, welche sich in der Version 0.1 befindet. Das ist quasi noch ein sehr, sehr früher Zustand, in dem sich die Mod aktuell umhertreibt. Trotz allem macht die Mod bereits jetzt unfassbar viel Spaß und zeigt auch bereits, wohin der Weg in Zukunft gehen könnte. Viele Sachen, die diese Mod macht, sind sehr, sehr interessant und könnten vielleicht sogar so ein bisschen uns über ein fehlendes Hearts of Iron 5 hinwegtrösten, sofern die Entwicklung im gleichen Maßstab weitergeht. Die Mod, die seht ihr hier, Darkest Hour Open Beta, ist erst am 24. Juli aktualisiert worden und ist erst seit dem 22. Juni auf dem Markt. Über 1 GB groß, aber hat bereits über 1220 positive Bewertungen und ist damit eine der erfolgreichsten Mods überhaupt in der kürzeren Hearts of Iron 4 Geschichte. Wenn wir im Startbildschirm sind, fällt uns vor allem erstmal eines auf, nämlich... Na, wer sieht's? Na? Ja, genau. Hier oben, da geht's weiter. Es ist nicht schön. Das Königreich von Norwegen und die Union of Soviet Socialist Republics haben kleine Inselchen ganz im Norden bekommen. Und übrigens, kleiner Side-Fact, Norwegen ist auch hier unten. Finde ich cool. Na, gefällt mir ganz toll. Ansonsten farblich und schrifttechnisch hat sich auch ein bisschen was getan. Nach Spielstart fallen bestimmt dem einen oder anderen Fuchs da draußen wieder ein paar Sachen auf. Genau, zum einen, wir starten nicht etwa 1936, sondern 1933. Und es gibt hier so ein Geldsymbol. Aha. Tja, Geld. Ja, es gibt Geld und das ist einer der interessantesten Aspekte in dieser Mod, nämlich Finanzen. Und hier gibt es verschiedene Punkte, zum Beispiel kosten euch Militärfabriken automatisch Unterhalt, eure Armee kostet euch Unterhalt, Forschung kostet Unterhalt und Sozialausgaben kosten ebenfalls. Auf der anderen Seite könnt ihr natürlich die Steuern festlegen und durch Zivilfabriken bekommt ihr ebenfalls mehr Einnahmen, genauso wie unbenutzte Zivilfabriken noch mehr Einkommen geben. Wäre ich nicht so blöd, das alles ordentlich zu erzählen, wird es bestimmt auch noch ganz cool klingen. Hier unten haben wir dann die finale wöchentliche Balance. Das ist quasi das Geld, was ihr am Ende dann ausgezahlt bekommt, was auf dieses Konto drauf geht. Das ist aber nicht alles. Wir können natürlich auch mit diesem Geld ein bisschen spielen. Und zwar gibt es da Economic Policy. Und diese ökonomische Policy, die gibt dann später Möglichkeiten, zum Beispiel Kredite aufzunehmen. Diese Kredite kosten allerdings Inflation. Das heißt, ihr nehmt quasi den Kredit auf, ihr druckt mehr Geld, so ist eigentlich die bessere Bezeichnung, wir drucken Geld und das kostet dann allerdings Inflation. Hier sehen wir das zum Beispiel, für 25 Tage zahlen wir einen extra politischen Machtpunkt und pro Woche steigt die Inflation um 0,2%. Steigende Inflation ist scheiße. Es sorgt dafür, dass ihr für Geld weniger kaufen könnt, dass ihr quasi euer Geld auch weniger wert ist und ist natürlich auch schlecht für generell die gesamte Wirtschaft. Deswegen gibt es dann aber auch Möglichkeiten, die Inflation später wieder zu drücken. Die seht ihr übrigens auch hier im Geldübersichtsfenster. Das Ganze schließt, könnt ihr das hier über dieses Economic View Bildschirm-Click-Icon wieder öffnen und dann habt ihr das Ganze hier wieder. Dass man bereits 1933 startet, ist relativ interessant, weil man hier auch vor allem noch ein bisschen die Great Depression mitnimmt. Und das sorgt auch wieder für völlig neue Möglichkeiten zum Spielen und natürlich auch fokusbaumtechnisch, weil man sagen muss, dass Darkest Hour aktuell quasi fast keine alternativen historischen Wege hat. Das heißt, ihr spielt eigentlich zurzeit größtenteils in Anführungsstrichen nur historisch. Es gibt allerdings bereits ein paar nicht historische Events und das Balancing, muss ich auch dazu sagen, das Balancing befindet sich aktuell noch in einer nicht vorhandenen Phase. Ich habe zum Beispiel 1934 Österreich annektiert, habe 1935 dann glaube ich schon die halbe Welt besessen und 1936 mit 100.000 Verlusten Frankreich, England, die Sowjetunion und alles andere besiegt, was hier irgendwo rumgelaufen ist. Also balancing-technisch muss noch dringend daran gearbeitet werden. Jetzt kommen wir aber nochmal zum Aus- und Eingabenfenster. Einnahmen können wir eben die Steuern festlegen. Umso höher wir die Steuern setzen, umso mehr Geld bekommen wir. Oder desto mehr Geld bekommen wir. Problem ist nur, wenn wir das natürlich erhöhen, leidet unsere Wirtschaft. Stabilität sinkt, Baugeschwindigkeit sinkt, Produktionseffizienz und so weiter geht alles runter. Das ist an sich also quasi nicht ganz so cool. Auf der anderen Seite natürlich, wenn wir das versenken, bekommen wir mehr Boni, aber auf der anderen Seite natürlich auch wieder weniger Einnahmen. Wenn wir jetzt bei den Ausgaben gucken, wenn wir zum Beispiel unsere Ausgaben erhöhen, bekommen wir mehr Machtzuwachs, mehr monatliche Bevölkerung, mehr Stabilität,
oder natürlich auch mehr Research and Education. Das sorgt natürlich dafür, dass wir schneller forschen können. Und Military Spending, quasi Militärausgaben. Umso höher wir das Ganze setzen, desto stärker sind unsere Truppen. Natürlich steigen auch die Ausgaben. Und das Ganze kostet auch immer politische Macht, das zu ändern. Ansonsten gibt es generell im Politikfenster nicht allzu viele Sachen. Das hier unten ist komplett an die Finanzübersicht gebunden. Da könnt ihr selber eigentlich soweit gar nichts machen. Das ist alles quasi an dieses Fensterchen gebunden. Da habt ihr keine Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Einzig, wo ihr noch ein bisschen Sachen ändern könnt, sind natürlich hier Laws and Government mit Zivil Economy, wo ihr quasi später auf Total Mobilization hochgehen könnt. Oder natürlich auch, wie euer Stand nach außen ist, wie ihr euch verhalten wollt, ob ihr eher kooperativ seid oder ob ihr Kriegstreiber seid, also ich immer gefühlt. Dann gibt es noch die Militärberater und euer Kabinett, wobei da aktuell noch nicht viele Minister vorhanden sind. Das ist alles VIP, also Work in Progress. Andere Sache, die wir auch sofort sehen, es gibt hier immer schöne Doppelbildchen. Meistens, also es gibt glaube ich auch bestimmte Events, wo dann teilweise mal nur einer drin sitzt, aber ansonsten gibt es immer jemanden, einen Premierminister und einen König oder ja, Präsident, Premierminister. In Deutschland ist es hier Reichspräsident und Reichskanzler. Später hast du dann Hitler und irgendjemanden seiner Wahl. Und das Besondere daran ist, die geben auch Boni. Je nachdem, wen ihr da einsetzt. Es gibt auch Möglichkeiten, verschiedene Leute einzusetzen. Je nachdem, wie ihr euch entscheidet in den Fokusbäumen. Oder je nachdem, was es da für Events gibt. Gibt auch Events zum Teil. Aber Fokusbäume werden da vor allem eure größte Quelle sein, wenn es da um die Besetzung dieser Posten geht. Und apropos Fokusbaum, den sehen wir hier jetzt aktuell für Deutschland. Auch hier nochmal Anmerkung, das ist Work in Progress. Zum Beispiel das Ganze ist Work. Ebenfalls Work in Progress, das heißt, das ist noch nicht mit drin. Steht auch hier dabei, alternative Geschichte für 0.2/0.3 in der Zukunft. Das heißt, hier könnte man jetzt aktuell eh erst den rechten Weg gehen. Aber ich finde das sehr schön, es ist sehr viel Historisches mit dabei, das kann ich auch euch schon mal verraten. Es ist sehr, sehr historisch aufgebaut. Es gibt sehr viele Events im Spiel, wo dann quasi passend zum Datum geschichtlich-historisch korrekte Events, Zeitungsartikel, Ereignisse gezeigt werden. Nicht nur eurer Nation, sondern auch generell weltweit. Was ich super, super, super cool finde, vor allem auch mit den Bildern und den Texten. Was wirklich vor allem auch für Fans der Geschichte unfassbar interessant ist. Und das andere, was ich unfassbar cool finde, wo wir uns auch in den Livestreams alle einig waren, was mega geil ist, das sind die Forschungsfenster, die Forschungsübersicht. Denn was man hier macht, davon abgesehen, dass es bis 2035 geht, aber was man hier macht ist, man hat von fast allem Bilder eingefügt. Und ich finde das super, super cool, weil es auch hier schon wieder ein bisschen geupdatet wurde. Das sah auch schon wieder anders aus, als ich zuletzt gespielt habe. Also es wird hier wirklich kontinuierlich an der Mod gearbeitet. Aber wir haben fast bei allem irgendwie Bilder mit drin, die halt zeigen, okay, was macht das, wenn ich das erforsche? Oder was ist das überhaupt? Und das finde ich richtig geil. Also ich muss sagen, das ist wirklich auch ein bisschen so, ich sage, okay, mega krass, einfach diese Arbeit da reinzustecken und die ganzen Bilder. Und manchmal sind auch ein paar Bilder dabei, die sind nicht ganz korrekt. Zum Beispiel sehen wir es dann nachher noch bei den Flugzeugträgern der Deutschen zum Beispiel. Da sind ein paar Sachen dabei, die natürlich so nie existiert haben. Auch mit den ganzen Panzern. Na, das sind alles Originalpanzer teilweise, die da mit drin stecken, bis zu 1992er Varianten. Und dann haben wir hier die normalen Schlachtschiffe und haben dann jetzt hier die Carrier und da sehen wir dann schon, da gibt es jetzt natürlich Sachen, die hatte Deutschland nie. Ne? Deutschland hatte nie irgendwie solche Flugzeugträger. Da hat man ein bisschen gecheatet, hat da irgendwelche Bilder genommen. Die Reihenklasse, beziehungsweise die hat man angefangen zu bauen, die hat man aber nie fertiggestellt. Das sind, glaube ich, sogar Originalbilder. Aber ansonsten, der Rest ist hier alles ein bisschen, ja, vom Reißbrett und irgendwelche Bilder genommen, die man gefunden hat. Aber wie gesagt, ich finde es cool. Also ich finde es cool, dass man einfach sieht, was da für Bilder sind und zum Teil halt auch wirklich historisch korrekte Dinger, wo da drin stecken. Das ist einfach die Arbeit, die man sich da macht. Finde ich krass. Und addet auch mega viel zum Flair. Und da man auch sieht, dass das Ganze bis 2025 geht, sieht man auch ein bisschen so, ja, okay, da hat man wirklich vor, die Mod auch länger spielbar zu machen. Vielleicht sogar auch nochmal im Dritten Weltkrieg mit reinzufügen, nach dem Zweiten Weltkrieg, je nachdem, wie der ausgeht. Möglichkeiten gäbe es ja rein theoretisch dann auch. Ansonsten seht ihr hier Industrie, Wirtschaft und dann natürlich last but not least Atom- und Raketenforschung.
bis 1956 geht das Ganze hier. Aber ich muss sagen, wirklich, allein diese Sachen. Ja, wie gesagt, das ist 0.1 über das, was wir jetzt hier reden. Aber allein diese Sachen. Allein dieses unfassbar schöne, detaillierte Forschungsmenü. Und allein diese Option mit dem Geld. Dann natürlich dieses Dual-Anführersystem. Und das schon jetzt sehr gut funktionierende historische, aber auch dann rein theoretisch alternativ historische Setting, was du hast. Und allein die Möglichkeiten, die du natürlich hier schon hast. Reichskanzler Hitler ist die erste Sache als Deutschland. Die kannst du nicht abbrechen aktuell. Kannst du nur später dann halt mit alternativen Wegen dagegen Hitler agieren. Aber du hast quasi jetzt schon viele Möglichkeiten, auch historische Dinge, Nürnberger Gesetze, solche Sachen, Reconstruct the Reich, Südtirol is German, das ist ein bisschen verbuggt gewesen, habe ich zum Beispiel auch gemacht, Südtirol is German, also quasi auf Konfrontation mit Italien zu gehen, hat dann dazu geführt, dass Italien mit mir auf einmal verbündet war. Ich mir auch gedacht, hä? Aber das ist immer noch nicht alles, dann gibt es im Laufe des Spiels auch noch besondere andere Sachen, zum Beispiel in Deutschland hier die Reichswerke Hermann Göring. Die könnt ihr zum Beispiel für politische Macht oder Geld upgraden und verbessern, was euch dann Forschungsgeschwindigkeitsboni bringt, was euch mehr Fabriken bringt, was euch Ressourcen bringt, was euch zum Beispiel weniger Zivilfabriken für die Bevölkerung bringt. Also das ist relativ cool. In Deutschland gibt es natürlich auch noch die Reichsautobahnen, mit denen könnt ihr zum Beispiel auch die Arbeitslosigkeit verringern. Ne? Arbeitslosigkeit ist nämlich auch eine Sache. Die Great Depression findet ihr ebenfalls hier im Events and Decisions Menü. Und umso höher die Arbeitslosigkeit hat, desto schlechter quasi für eure Wirtschaft. Andersrum natürlich könnt ihr das dann quasi auch verringern, entweder durch Events, durch Fokuspunkte oder halt auch durch die Reichsautobahn. Und dann haben wir auch hier gut Issue Currency und dann haben wir halt die Möglichkeit später bei höherer Inflation auch das wieder aufzuheben. Einmal alle paar Jubeljahre kann man hier quasi dann die Inflation wieder senken, um 10% übrigens. Zumindest war das so der Stand, als ich es zuletzt gespielt habe. Und dann haben wir noch Fraktionen. Fraktionen im Land. Und das ist bei uns zum Beispiel Sturmabteilung, die Schutzstaffel, NSDAP Konservative, NSDAP Hardliner, die Reichswehr und die Reformisten. Und je nachdem, wie da die Stimmung ist und wie der Einfluss ist, hat das quasi Vor- oder Nachteile. Hier in dem Fall zum Beispiel, die Reichswehr ist aktuell ein bisschen angepisst. Das verringert leider die Organisation, Kriegsunterstützung, Planungsgeschwindigkeit und Command-Power, also Befehlsmachtzuwachs wird da verringert. Aber zum Beispiel hier, die Schutzstaffel ist relativ happy. Das gibt uns zum Beispiel Encryption Resistance. Und die NSDAP-Konservativen geben uns mehr politische Machtzuwachs. NSDAP-Hardliner müssten auch noch relativ happy sein. Es gibt auch nochmal 5% extra Machtzuwachs. Dann gut, vom Greater Reich. Das ist gar nicht so schwer, dafür müssen wir nur ein paar Sachen erobern. Aber auch hier wieder viele länderspezifische Sachen. Und das ist auch eine Sache so, dass für viele Länder dann auch eigene Events gibt, eigene Möglichkeiten, eigene landesspezifische Dinge. Zum Beispiel gab es ein paar Events mit Rheinland, es gab ein paar Events mit Brandenburg, wo man dann nochmal Möglichkeiten hatte, ein bisschen Einfluss drauf zu nehmen. Ihr seht es jetzt auch gerade hier, ist 1935. Ich habe schon Österreich hier im Besitz. Das ist jetzt einer der Saves aus dem Livestream. Auch Niederlande ist bereits gefallen. Und ich habe dann 1936, glaube ich, schon Frankreich, Polen erobert. Und die Sowjets sind auch innerhalb kürzester Zeit gefallen. Und habe insgesamt, glaube ich, nur 80.000 Mann verloren. Traurigerweise der schwerste Gegner war Rumänien. Aber gut, reden wir nicht drüber. Dann gibt es noch State Decisions, also Staatsentscheidungen. Da gibt es so Sachen wie Claim State. Also ihr zahlt quasi relativ viel politische Macht. Und für diese politische Macht bekommt ihr den Claim. Claims sind quasi deswegen relativ cool, weil die dafür sorgen, dass ihr in Friedensverträgen, also wenn es quasi Friedensverhandlungen gibt, könnt ihr diese Provinzen deutlich billiger fordern. Weil ihr quasi den Anspruch auf die Provinzen habt. Das ist relativ wichtig, weil ihr damit sicherstellt, dass ihr bestimmte Provinzen dann für euch auch beanspruchen könnt. Das Wichtige dabei ist, das geht allerdings nur, wenn ihr quasi direkt eine Grenze dazu habt. Also ihr könnt jetzt nicht einfach hergehen und ein Gebiet, wo ihr nicht Grenzkontakt habt, claimen. Das geht nicht, das geht nur in Grenzregionen. Wie hier zum Beispiel, das ist aber schon geclaimt. Und das hier könnt ihr zum Beispiel auch claimen. Ansonsten, wir können auch zum Beispiel die Hauptstadt verlegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte meine Hauptstadt in München haben, könnte man hier zum Beispiel die Hauptstadt herverlegen. Sofern wir draufklicken und nicht so blöd sind, drauf zu klicken. Ich habe da drauf geklickt, das geht aber nicht. Wir müssen da vorne auf das Fenster klicken. Wir können auch Kernstaaten zurückgeben, wenn ich zum Beispiel was erobere und die Nation noch existiert. Könnte man das Gebiet zurückgeben. Ja, ansonsten Land für Industriebeschlagnahmen oder von Untertanen könnten wir hier quasi auch Ressourcenrechte beanspruchen, könnten quasi dann hier sagen, okay, seid unser Vasall, ihr habt jetzt hier 100 Öl, das hätte ich jetzt gerne, könnt ihr eigentlich mal kurz testen
Und zwar gehen wir jetzt mal ganz kurz her und machen mal. So, jetzt haben wir hier mal Frankreich vassalisiert. Da sehen wir, die haben jetzt 13 Stahl oder nehmen wir das hier, 160 Stahl. Dann können wir jetzt hier draufklicken. Kostet zwar eine politische Macht, aber dafür bekommen wir hier Ansprüche auf die Ressourcen. Das heißt, die gehören jetzt uns. Wir exploiten die komplett. Hat den Vorteil, dass wir nicht mehr mit denen handeln müssen, was denen quasi Autonomie geben würde. Ja, ist eine relativ coole Sache. Mega cooles Feature an sich. Kann man drauf aufbauen. Auch die Briten haben schon größtenteils so ein bisschen eigenes System bekommen mit House of Commons, mit den ganzen verschiedenen Parteien, mit den Meinungen zum König, mit Support in der Bevölkerung und ansonsten auch hier die Great Depression natürlich, wo man gegen vorgehen muss. Aber alles in allem, die Version 0.1 hat sich jetzt erstmal vor allem auf den Basic Release konzentriert. Basic Release heißt, man hat jetzt erstmal die Mod rausgebracht mit diesen ganzen Features, die ich jetzt hier auch schon erzählt, gezeigt habe. Unter anderem Geld, das größte Feature, glaube ich, der Mod überhaupt. Das System mit den Entscheidungen, dieses mega coole Forschungsinterface, wo natürlich auch die ganzen Haupt-Major-Nationen ihre historisch korrekten Panzer und Bilder haben. Ansonsten wird es sicherlich noch hunderte, tausende, zehntausende Events geben, langfristig neue Möglichkeiten, das Spiel zu erleben. Und ich muss sagen, ich glaube, Darkest Hour könnte langfristig eine der besten, wenn nicht wirklich die beste Mod werden. Ich weiß, ich sage das häufiger, auch ein bisschen inflationär vielleicht sogar in der Zwischenzeit. Aber für historisches Spielen dürfte, oder dann auch ahistorisches Spielen, dürfte, glaube ich, die Mod hier dann irgendwann einen Stellungsplatz einnehmen, wo man sagt, okay, da kommt man nicht dran vorbei, wenn man Hearts of Iron 4 spielen möchte in Zukunft. Und ich würde vielleicht sogar so weit gehen, dass, wenn ich wirklich auch so sehe, was hier drin ist, steckt an Arbeit und dass die Leute scheinbar auch wirklich Plan haben und wissen, was sie machen und das auch nicht das erste Mod-Projekt ist, dann gehe ich mal stark davon aus, sehen wir wahrscheinlich eine Mod, die sicherlich Hearts of Iron 4 in den Schatten stellen wird und ein, naja, inoffizieller Nachfolger von Hearts of Iron 4 quasi wird, mit einem komplett neuen Spielverhalten, mit dem Geld, mit den ganzen Entscheidungen, mit den Events, mit den Fokusbäumen. Weil natürlich niemals ein neues Spiel ersetzen kann, aber ich denke mal, die Mod wird einen ganz guten Weg gehen. Ich denke mal, es wird einer der größten und wichtigsten Mods in der Zukunft von Hearts of Iron 4. Ich freue mich drauf. Link ist auf alle Fälle in der Videobeschreibung, sofern ich es nicht vergesse. Was ich jetzt allerdings vergesse, ist, dieses Video nicht zu beenden. Dieses Video zu beenden. Nee, ach egal, scheiß drauf, ich laber nur Scheiße heute. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch genauso wie mir. Eure Meinung auch gerne in die Kommentare, was ihr von der Mod haltet. Und dann sehen wir uns entweder zur nächsten Mod-Vorstellung wieder oder zum nächsten Video. Würde mich sehr freuen. Euch allen noch einen schönen Tag. Bin auf eure Meinung gespannt. Haut rein. Tschüss.